Okay, liebe Leute, weiter geht es hier bei SnowRunner im Hard Mode. Und wir werden erstmal jetzt gucken, dass wir unseren Azoth wieder befreien. Wir kommen langsam in den Bereich, wo es sein kann, dass die neue Erweiterung schon draußen ist. Und dann werde ich immer ein Video Amur und ein Video die neuen Karten abwechseln. Von der Season 5 dann. Müssen wir mal schauen. Ja, hatte mir ja den moderneren Vierachse Azoth gekauft in der letzten Folge und wollte eigentlich da übers Eis rüber Holz holen. Der schafft es aber nicht übers Eis rüber. Wenn er einbricht, der schafft es nicht, das vorne wegzuschieben. Das war ein bisschen blöd. Entweder außen rumfahren oder hier rüberziehen mit ihm. Ich bin noch nicht ganz schlüssig, wie wir es machen. Ich würde schon gerne in Azoth fahren. Ich kann nicht alles nur mit dem Six fahren. Das ist echt zu langsam. Zu langweilig. Aber nur den Six einsetzen. Außerdem hat er keine Schneeketten. Das fährt sich auf den Straßen so blöde. Auf der anderen Seite. Ach, mal schauen, wie wir das machen. Ich entscheide das wieder gleich so ein bisschen spontan. Je nachdem, wie die Bergung vorangeht. Da steht er. Also ich überlege gerade, ob wir ihn erstmal kurz rückwärts ein Stück rausziehen. Vielleicht müssen wir hier einfach nur ein klein bisschen anders übers Eis fahren. Vielleicht hier so rüber, da wo Schnee liegt. Vielleicht kommen wir da auch mit dem Azoth rüber. Und ich stück dich da ranfahren. Komm, 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 komm! Komm, rutsch rüber auf den Schnee. Jetzt. Könnte schon reichen, ne? Könnte eigentlich schon reichen. So, mein lieber Azoth, dann bist du fast rausgeschmissenes Geld, ja? Mal gucken, ob wir hier rüberkommen. Sieht nicht so aus, ne? Über die Felsen rüber. Dass du das mit den Felsen schaffst, mein Freund. Jetzt ist der Winkel hier aber ganz schön blöde. Hatte ich nicht die... Ich hatte doch die Felgen gewechselt. Ich habe, glaube ich, nicht bestätigt, ne? So. Ja, rutsch mal nicht da rein. So. Das könnte jetzt reichen. Vom Winkel her. Eieieiei. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Trotzdem, ne?
Na, guck mal. Sind wir erstmal rüber. Müssen wir, ach, ich hab's gesehen. Müssen wir nachher nur wieder zurückkommen. Irgendwie. Wir lassen einfach den Six da stehen, dann können wir uns da zur Not rüber schleppen. So, mal gucken, wie er sich jetzt hier mit ein bisschen Schlamm macht. Das sind nicht unbedingt die stärksten Autos im Modder. Weil sie einfach noch relativ flach sind, ne? Aber wir sind im Moment auch so von dem Six verwöhnt einfach, dass wir vielleicht bestimmte Sachen gar nicht mehr so richtig realistisch sehen. Ah, der Baum hängt wieder vor uns, der geht einfach nicht weg. Das ist, glaube ich, auch der Baum, wo wir uns ranbinden gerade. Mann, geh weg da. Okay, der Baum geht nicht weg. Jetzt. Und dann geht's auch vorwärts. Ja, einen Rückwärtsgang drin gehabt, ne? War auch cool. Ja. Das sind so Sachen. Nicht wahr? Gleich sind wir auf der Straße. Kannst du noch Ruhe fahren. Ja, wir brauchen ein bisschen Holz noch für die nördliche Aegis. Ich will die Aegis erstmal fertig machen jetzt. Und die Wahl ist, hier Holz holen, ne? Oder in Oskar Baumstämme zum Sägewerk zu schleppen. Und ich denke einfach, dass wir hier schneller sind. Pritsche ist so extrem schief, ne? Kann das sein? Wir fahren doch eigentlich auf der geraden Straße. Warum ist die Pritsche so schief? Na, jetzt kaputt. Oh, setzt jetzt vorne an dem Holz auf. Oh. Ich glaube, der setzt genau vorne auf, wo es eigentlich weitergeht. Ein bisschen umsetzen. Jo, da setzt er auf. Nicht schön, müssen wir drum rumfahren. Hauptsache wir kippen nicht. Oh. Da
weiter unten. So. Wisst ihr, was mir, glaube ich, viel wichtiger wäre, als hier Holz zu holen, den Service-Anhänger mitzuschleppen. Wir müssten nämlich echt mal langsam anfangen, die Autos auch wieder ein bisschen zu reparieren. Ey, warum ist denn unsere Pritsche so extrem schräg? Haben wir jetzt unsere komplette Achse verdreht oder was? Unser Rahmen? Sieht einfach so ungesund aus. Ja, ich brauche auch einen Moment. Das sieht so derbe kaputt aus. Ich glaube, zurückfahren war die andere Strecke. Also trotzdem über die Felsen, aber ich weiß noch nicht. Nee, wir müssen den Anhänger mitschleppen. Müssen wir hier weiter zurück. Wir holen trotzdem zwei Holz und lassen hier vorne stehen mit dem Anhänger. Ja, Steine, ne? Sind für den auch relativ blöd. Hier sind keine Punkte so richtig. Der geht gleich weg. Ja, er geht weg, das war klar. Naja, also, ich sag ja so richtig, warm werde ich mit dem Auto einfach nicht. Ist mir einfach zu schlecht noch für... Dafür, dass es Vierachser ist, ne? Genauso wie der andere Fünfachser Azov eigentlich auch zu schlecht ist, dafür, dass er fünf angetriebene Achsen hat. Ich würde auch gerne mal wieder den Derry Longhorn fahren. Ich glaube, den kaufe ich mir dann auf den neuen Karten. Den moderneren von denen fand ich auch ganz gut. Es macht mich richtig irre, dass das hinten so extrem schräg ist mit der Pritsche. War jetzt irgendwas verkantet? Das Führerhaus ist, glaube ich, schräg. Ist gar nicht mal die Pritsche, ne? Ich glaube, das Führerhaus ist einfach schräg. Auf einmal. So, jetzt müssen wir auch nochmal durch den Sumpf durch. Fahren wir überhaupt richtig? Jo. Wäre nur schön, wenn er aus eigener Kraft hier durchkommt. So ein bisschen wenigstens. Nee, Eis schafft er nicht. Meine Fresse. Es ist wirklich nur schlecht, glaube ich. Es ist einfach nur ein schlechtes Auto. Ja, nur haben wir auch Schneeketten drauf, ne? Wir haben jetzt keine Mattstreifen drauf, aber genau das wollte ich ja hier eigentlich mit Schneeketten fahren.
eine Straße. Man hat immer nur die Wahl zwischen zwei Übeln. Kann man da vorne schon ran? Oh, nee. Lass mal nochmal. Besser anders schieben. Verkantet sich das da, ne? Reicht das jetzt schon? Ja. Eigentlich hat man die Winden ja geupgradet, ne? Eigentlich haben jetzt meine Autos die besten Winden alle drin. Cool finde ich die Autos trotzdem, ne? Die Azovs. Aber die sind halt einfach zu schlecht. Die sind wirklich zu schlecht für ihre 4 bzw. 5 angetriebenen Achsen. So, Holz. Viermal Holz. Ach, und die Aufgabe gleich annehmen, bevor wir sie wieder vergessen hier. Keine Aufgabe hier. Komm, 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 komm. Ey, da war doch noch gar nichts. Das Dach, ne? Ich glaube, die Hitbox ist einfach größer, als das aussieht. So, Aufgabe anzeigen. Annehmen, Verfolgung. Wo müssen wir denn überall hin? Ach, du grüne neue Inselimkerei. Das ist wieder so eine Aufklärungsgeschichte, ne? Ein Scout. Oh, da waren wir auch schon im Sägewerk. Und wo ist das dritte? Da oben. Verlassen Stadt. Naja, gut, okay. Ah, es geht. Ist jetzt auch nicht so. Hat nicht Priorität gerade. Alles schief an dem Auto. Ich weiß aber auch nicht warum. Oh, steht da ein Scout-Tankanhänger? Haben wir den bisher übersehen? Ist das ein Scout-Tankanhänger? Das ist ein Scout-Tankanhänger. Wo kommt der denn plötzlich her? Ich überlege gerade, ob wir den mal zurückschleppen irgendwie. Aber wir haben so schon zu tun. Das muss ich merken. Der war da vorher noch nie markiert, oder? Jetzt haben wir wieder Probleme mit dem Drehen. Mit dem Wenden. Haben wir uns die Reifen kaputt, oder? Nein, passt. So, viermal Holz bitte. 1, 2, 1, 2 und los. Wartungsanhänger holen. Immer noch schräg. Muss man ja, glaube ich, mal in die Werkstatt reinfahren und irgendwie was abbasteln oder so. Mal gucken, ob sie das wieder gerade... Weil das macht mich irre. Wenn der so schräg bleibt, das würde mich irre machen. Wenn mein schönes neues Auto so schräg ist. Ist da noch Garantie drauf, theoretisch. Wir werden mal dichter am Rand fahren. Wir haben mal mehr Punkte zum Anbinden. Na? Nee, nee, nee. Die sind alle nicht fest, glaube ich, ne? Das hier unten könnte der feste Baum sein, der große.
Ich glaube, wir schieben uns kurz mit dem Anhänger. Ja, Vorsicht. Nicht, dass er plötzlich springt. Ah, jetzt kommen wir da vorne, glaube ich, an. Zieht uns hier nur so auf den Felsen rauf, ne? Komm vorbei da. Ah, jetzt sind wir ja runter. Jetzt sind wir runter. Wir brauchen möglicherweise in Tscherno-Kamenz nachher auch einen Haufen Holz, da habe ich noch gar nicht geguckt. Aber zwei Holz sollten reichen, wenn wir das mit rübernehmen. Nach. Eigentlich sollte ein Holz reichen. Eine Ladung Holz. Sollen wir mal gucken. Wenn wir mit dem Bohrer Grat holen. Aber erstmal schleppen wir jetzt den Anhänger, den Wartungsanhänger, nehmen wir mal zurück. Wenn man das überlegt, das machen wir so. So, und den lassen wir hier stehen. Also ich habe noch keine Aufgabe gefunden, wozu dieser Anhänger gehört. Das heißt, den schleppen wir jetzt mit. Punkt. Ritchie sieht halbwegs gerade aus. Es ist wirklich das Führerhaus, ne? Da klemmt eine Eisscholle. Gucke mal. Jetzt sehe ich's. Da ist eine Eisscholle verklemmt. Da. Hoffentlich geht das weg irgendwann. Theoretisch, wenn wir vielleicht das Spiel verlassen, wieder reinkommen. Oh nein! Ich habe die Ecke nicht gesehen. Gut, dass wir hier den Wartungsanhänger haben. Ey, ich muss mal, das macht mich irre. Wartet mal, Leute. Wir müssen mal ganz kurz, mal gucken, ob die Scholle verschwindet, wenn wir wieder uns reinladen. Das sieht ja furchtbar aus. Furchtbar. Furchtbar, furchtbar, furchtbar. Furchtbar. Furchtbarer. Na, gucke mal, da ist er weg. Ja, jetzt sieht das Auto wieder aus wie ein Auto. So, wir reparieren uns mal gleich selbst wieder, ne? Volle Kanne. So. Und jetzt fahren wir aber mal. Ach, aber der Weg hinten ist auch. Das ist gehuppt wie gesprungen, wie rum wir fahren. Der kürzeste Weg ist hier lang. Wir nehmen den kürzesten Weg. Punkt. Wartet mal, komm mal hier rüber. Müsste man mal gucken. Hier liegen ein Haufen Steine. Das fällt mir jetzt erst auf. Und hier stand auch ein Auto. Das könnte noch eine Stelle sein, wo man rüberkommt. Das wäre ja richtig geil. Wartet mal. Das müssen wir mal kurz klären. Das sehe ich jetzt erst. Komm
Kommen wir hier am Eis lang vorsichtig mit ihm? Er bricht wahrscheinlich ein, ne? Ständig. Das können wir auch wieder nur im Hellen, glaube ich, abklären. Nicht so weit drüber rutschen, nicht so weit drüber rutschen. Wir kommen hier auch gleich auf die Straße, glaube ich. So, ich muss aber mal markieren. Hier. Oh, das wäre eine Riesenabkürzung. Das wäre eine richtig geile Abkürzung. Wir kommen heute nicht viel dazu, glaube ich, in der Eger so rumzueiern. Aber wenn wir das Holz da haben, haben wir erstmal alle Materialien da. Und wir müssen in der Eger ein bisschen Spritlogistik machen. Ich weiß noch nicht wie. Ich müsste den dann mit rüberziehen. Aber am besten einmal vollgetankt, ne? Wir kommen ja schon mit dem Reparaturwagen. Mit dem Reparaturwagen. Oh Leute, guck mal, das sieht gar nicht so schlecht aus, oder? Aber irgendwie doch auch schon wieder ganz schön fette Felsen in der Mitte. Nicht. Nee. Nein, ich glaube nicht. Die sind zu fett, die Brocken. Muss mal gucken, ob wir uns hier anwenden können für den Notfall. Ja, okay, wir können mal kurz uns ein klein bisschen reinwagen. Frage ist nur, wo würde es lang gehen? Scheinbar hier. Nee. Oh nee, das ist mir zu heiß. Das ist mir zu heiß, sorry. Das ist mir zu heiß. Schade, 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 schade. Das wäre natürlich eine coole Abkürzung gewesen. Kriegen wir die Fässer wenigstens umgehauen? Ja, gut. So, dann werden wir mal schnell gucken, dass wir mit dem Azov noch ein Stück kommen. Kann man hier nicht irgendwie abkürzen? Über die Felsen oder so? Gibt manchmal ganz blöde Abkürzungen, ne? Aber... alles voller Felsen. Nee, na dann fahren wir da hinten wieder durch. Das wird schon passen.
Ich will am Ende sowieso jedes Auto einmal haben, ne? Also, ich werde mir peu à peu dann eigentlich alle Autos mal kaufen. Bäume nicht zerschmettern hier. Komm, das schaffst du aus eigener Kraft. Na komm, 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 komm. Ich glaube, hier auf der Karte sind auch Schlammreifen. Also hier in Kosmodrom sind Schlammreifen, glaube ich, besser als Schneeketten. Hier haben wir zwar auch einen Haufen vereiste Straßen, aber mehr Schlamm als... Jetzt geht der Baum wieder nicht weg. Komm, jetzt. Schlecht. Schlechtes Auto. In der Konstellation. Ich meine, die Anhänger sind schon ein bisschen schwer, aber hallo? Der hat auch zu kleine Reifen einfach, ne? Nur hat eine 47 Zoll oder so. Da hat der andere Azov, also der andere kleine Azov, der hat 50 Zoll Reifen, glaube ich. Das macht einen riesen Unterschied. Aber der hat bloß 200 Liter Tank. Da ist man nur am Nachtanken. Der schluckt auch wie Huberts, der andere Azov. Er ist aber definitiv stärker, der andere Kleine. Komm. Ich überlege gerade, in welche Richtung wir uns am dürfsten ziehen. Das war... Kommt wieder nicht hoch, ne? Hängt meine Schnauze wieder. Hier würde es wahrscheinlich einfach hochgehen. Müssen wir da rumfahren. Vorwärtsgang rein. Macht sie immer gut. Wenn man vorwärts fahren möchte, macht sich so ein Vorwärtsgang immer richtig, richtig gut. Baum geht wieder nicht weg. Wenn die spawnen würden, wäre das alles schön. Eieieiei, ne? Immer dieses... Hin und her, und jetzt haben wir hier kaum noch Windpunkte, glaube ich. Muss man am Anhänger mal ansetzen. Nein, 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 nein. So, und jetzt geh einfach weg. Bäumchen. Bäumchen, geh weg. Geh weg! Was ist denn, wenn wir uns daran winden? Geht er dann vielleicht weg? Ja. Ach.
Geh doch. Na, jetzt kommen wir hier seitlich an diese Holzdinger ran. Naja, ist wieder der Baum vor uns. Die Wurzel vom Baum vor uns wieder. Mann. Jo. Geh weg. Das war nichts. Ah, jetzt müssen wir aufpassen da vorne, ne? Wird es langsam eng mit Bäumchens. Ich würde mich ja gern hier jetzt raufziehen. So, einen haben wir noch. Den dahinter, meine ich. Hier, das ist der? Ja. Oder kommen wir hier drüben ran? Wartet mal, wartet mal, wartet mal. Vielleicht können wir uns jetzt hier auf dieses Holz raufziehen. Da haben wir ja Grip dann. Aber er kommt nicht hoch. Er kommt nicht auf dieses Ding da hoch. Die kaputte Brücke. Ist das ein Crap? Mann, so. Hört ein Schuh aus. Zieh einfach weiter, zieh einfach weiter, zieh weiter, zieh weiter, zieh weiter. Das ist nicht gut, Leute. Ich will irgendwie da hoch. Komm mit Gewalt. Ach ja, ne, da wären wir auch mit dem Six dreimal schneller gewesen übers Eis, über die Straßen. Hast du nicht gesehen? So, jetzt ist aber auch gleich vorbei mit Punkten für Winde. Sollte mal langsam da hochkommen auch. Ja. Ist das... Warte, nu, wer hängt denn jetzt noch? Der Anhänger, war klar. Warte. Ach, Menno. So. Hat ja jetzt auch nicht lange gedauert, ne? Oh, jetzt ein Tag. Ein Ingame-Tag. Jetzt nur noch über die Felsen wieder zurück. Also wieder spannend wird. Thank you.
müssen wir abbiegen. Und den müssen wir vielleicht noch ein paar Lampen ranbasteln vorne. Der hat auch wieder so ein schlechtes Licht eigentlich. Noch ein paar LEDs ranhauen vorne. Der hat ja eh keinen Dachaufbau. Kann auch Lampen mitnehmen. Mal aus eigener Kraft. Muss das schaffbar sein. 3 Meter hier. Baum. Irgendein Baum vor uns. Jetzt ist er weg. Wird man im Video nicht gesehen haben, oder? Es geht nicht ohne Winde so richtig. Es ist einfach nur. Eigentlich ist es wirklich ein schlechtes Auto. Kannst du mir erzählen, was du willst. Warte, wir müssen mit dem Hänger schieben. Nehmen wir mal den hier. So. Jo, jetzt wird's wieder etwas kritisch. Komm, Vorsicht! Vorsicht! Okay. So. Mal gucken, dass wir hier uns irgendwie am Rand lang hangeln können. Ja, im Dunkeln ist es auch immer echt toll, ne? Wir müssen aufpassen, dass wir nicht seitlich reinrutschen. Oder dass uns der Anhänger irgendwie reinzieht oder so. Wo ist denn der Weg? Da ist der Weg. Wie waren wir denn gefahren? Hier, ne? Hier waren wir schon rumgefahren, glaube ich. Und hier waren wir da nicht allzu tief eingesackt. Denkst du? Noch weiter rüber. Ah, jetzt haben wir Holz drauf. Komm, das passt. Gut, brauchen wir den Six nicht herholen. Deshalb will er da nicht drin hängen jetzt in diesem... Na, hängen wir nämlich schon, ne? Der biegt sich so ein bisschen mit. Der kleine Baum.
da kann man nämlich wunderbar zwei Stahl und ein Holz holen. Das sollte dann genau passen für Aegis. Wenn wir das mit dem Voron holen, mit dem Sattel. Passt, das passt, das passt, das passt. Sollte passen. Muss nur überlegen, ob der Stahl reicht. Holz haben wir durchgezählt. Stahl bräuchte ich, was hat er gesagt? 4. Zwei haben wir hier. Nee, wir haben sogar 3 hier zu liegen, glaube ich. Und einer liegt ja noch drüben. Sollte reichen eigentlich. Müssen wir überlegen, ob wir den Wartungsanhänger auch noch mal drüber ziehen oder ob wir den erstmal hier stehen lassen. Der Tartarin ist auch schon ganz schön im Eimer. Der hat kein Werkzeug mehr oben drin. Ich bin noch am Überlegen. Noch ein ganzes Ende Zeit, bis die Nacht um ist. Also fast noch 10 Minuten oder so. Da schaffen wir noch ein bisschen was. Motor abstellen, erstmal kurz die Fracht entladen. So, und ich glaube da vorne, da sind zwei Stahl. Hat man nicht irgendwo noch einen Stahl abgeworfen? So, wir switchen rüber zum Voron. Komm, 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 komm. Mach hin. Der ist leer, ne? Hier liegt auch nichts mehr. Hier hat man mal umgeladen. Aber hier ist alles leer. Es kann sein, dass ein Stahl fehlt, oder? Habe ich mich jetzt irgendwo verzählt? Wir hatten 7 Stahl. Stahl dann. Irgendwie fehlt mir jetzt ein Stahl gerade in der Rechnung. Bin gerade nicht ganz so sicher. Oder ich habe beim Zählen irgendwie einen Fehler gehabt. Beim Ausrechnen.
Erstmal hoch hier, erstmal hoch, erstmal hoch. Einer liegt noch drüben. Warte mal, ich muss gucken. Das ist auch nicht so schön jetzt gerade. Ah, wird nicht angezeigt jetzt. Mein Holz. Jetzt dunkel. Ach, Menno! Menno, 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 Menno! Rutscht. Der Anhänger schleudert hin und her. Fehlt immer noch das Motor-Upgrade, glaube ich, für den. Haben wir immer noch nicht gefunden. Es kann natürlich sein, dass es wieder so ein Ding ist, was nicht von irgendwelchen Wachtürmen aufgedeckt wird. Natürlich blöd. Mal schauen. Wie kriegen wir Spritzer Egers rüber? Wir können eigentlich nur den Damm nehmen. Es bleibt nicht viel übrig. Und der steht hier aber auch gerade am Hintern der Welt. Aber es geht nicht anders, würde ich sagen. Wir brauchen auf jeden Fall nochmal Sprit drüben. Sicher, sicher. Wir müssen ja den großen Anhänger auch irgendwann abgeben. Container müssen wir auch noch rüberkacheln. Zwei Frachtcontainer ist auch noch eine Aufgabe. Also klar. Aber wir haben ja den links drüben, den Wartungsanhänger jetzt.
So, zwei Stahl, ein Holz, zwei Stahl, ein Holz. Tanken, reparieren und dann zurück. Und die abge... Die müssten abgeladen sein. Lacken da drüben noch. Da drüben liegt, glaube ich, der letzte Stahlträger. Ach, den habe ich vermisst. Ich glaube, das ist so... Weil eigentlich müssten wir vier Stahlträger haben. Ich hatte das alles eigentlich so ausgerechnet. Komm ein bisschen hoch hier. Geh ich mal ein bisschen rein, dann kann man nicht schieben. Einmal reparieren, bitte. So, dann ist der auch erstmal wieder fit. Jetzt haben wir hier die Kreuzung ganz schön zugepflastert, ne? Vorsicht, der Anhänger. Das war... knappelig. So, liegt hier rechts mein Stahl? Ja, oh mein Gott, alles Stahl ist da. Gut, wir haben vier Stahl. So. Passt, 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 passt. Laden. Um switchen, zack. Oh, jetzt ist, glaube ich, hell, ne? So, was sagt die Zeit? 5.16 Uhr, jo, ist schon wieder Feierabend. Es ist schon wieder Feierabendzeit. Jo, in der nächsten Folge kacheln wir das Material rüber. Den einen Stahl, wie bringen wir den rüber? Müssen wir einfach herkommen, hilft nicht. Müssen wir nochmal herkommen. Ich will den jetzt nicht oben drauf packen. Ich könnte ihn oben drauf packen, nicht verzonen. Aber das will ich eigentlich nicht. Das widerspricht so ein bisschen... Nee, will ich nicht, mach ich auch nicht. Mach ich nicht. Leute, wir machen Schluss, beim nächsten Mal geht's weiter. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst bitte wirklich einen Like da. Das ist unheimlich wichtig für das Rating bei YouTube. Und wenn ihr mich langfristig unterstützen wollt, dann denkt bitte auch über ein Abo oder eine Kanalmitgliedschaft nach, sofern ihr es noch nicht getan habt. Ansonsten wünsche ich euch für immer einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.